Tschüss, was ist hier mit dem Zoom passiert? Geh mal zurück ein bisschen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin Özlem. Hallo, ich bin bekannt im Social-Media-Bereich unter meinem Namen El Angelo und das für sehr, sehr viel Content zum Thema Produkte testen, Drogerien und sowas alles. Bro, ich kann nachts schlafen, du weckst mich und sagst, Özlem, welches Produkt in der Drogerie in dem Preisbereich hilft gegen diese spezielle Art von Pickel? Ich bin wach und ich kann es dir sofort sagen. Ich wohne gefühlt in der Drogerie. Teilweise habe ich dort schon 10 Stunden Videos gedreht. Ich zeige euch dann immer in meiner aufgebrauchteren Videoreihe, was ich so für Erfahrungen mit den Sachen hatte. Ich kenne mich relativ gut aus. Nicht nur Drogerien, in vielen Bereichen, aber Drogerie ist schon ein Schwerpunkt von mir. Und vor kurzem kam mir die Videoidee, Bro, was fehlt in der Drogerie meiner Meinung nach? Und dann dachte ich, ey, ihr und wir, wie viele Persönlichkeiten hast du, Bro? Wir gehören zusammen. Lass doch zusammen ein Video machen. Und dann habe ich euch auf Instagram gefragt, was eurer Meinung nach in der Drogerie fehlt. Habe es mir notiert, habe meine Sachen vorher schon notiert gehabt, die ich dachte. Habe miteinander die Gedanken, pass auf Fremdwort, fusioniert. Und daraus habe ich dann das Ergebnis gefunden. Das werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Produkte, die meiner Meinung nach in der Drogerie fehlen. Meiner Meinung nach und der Meinung nach meiner Follower natürlich, Diggis. Schreibt mir auch gerne, während ihr das Video guckt, was ihr über die Sachen denkt, die ich euch jetzt erzähle. Schreibt mir gerne, was eurer Meinung nach auch dort fehlt. Und abonniert kostenlos YouTube-Kanal und Instagram. Auf Instagram, ihr hättet jetzt Teil dieser Umfrage sein können. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich frage da öfter meine Zuschauer und beziehe sie mit ein. Und jetzt nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. So sagt man im Norden, wenn man tanken geht, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Fangen wir an. Ich habe hier Produkte vor mir ausgebreitet, damit ich nichts vergesse als Kopfsache. Also du weißt, wie ich meine, als Erinnerung, was so fehlt. Die erste Sache, und die ist gefühlt, seitdem ich mit Make-up zu tun habe, präsent. In der Drogerie ist die Farbauswahl an Nuancen und Shades im Bereich von Concealern und Foundations nicht ausreichend. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die nicht die perfekte Foundation in der Drogerie finden, sondern bei Bobbi Brown, MAC und sowas. Ich verstehe natürlich auch, dass du als High-End-Brand, seit wann rede ich so Dinglisch? Es hat sich irgendwann entwickelt. Wenn ihr ein paar Jahre zurückguckt, ich finde das mal ganz schrecklich, dieses Dinglisch-Gespräche. Auf jeden Fall ist es klar, dass High-End-Marken mehr Auswahl haben in ihren ganzen Nuancen als Drogeriemarken. Klar, dafür zahlst du dann noch ein bisschen mehr, alles cool, wobei oft zahlt man bei High-End auch nur für Namen. Aber in der Drogerie ist es teilweise schon heftig. Also ich kenne Zuschauer, die mir geschrieben haben, dass sie weiß wie eine Wand sind oder dunkelhäutig und dadurch massive Probleme haben, in der Drogerie was zu finden. Bro, wenn du Afroamerikanisch bist, also da findest du kaum was in der Drogerie. Also fast gar nicht. Also das, was ich so gesehen habe, und dann muss es schon eine große Drogerie sein mit einer riesigen Auswahl und so, finde ich sehr, sehr, sehr schade. Foundation-mäßig, okay, geht es noch, aber nur so, wenn du im mittleren Bereich bist. Sehr, sehr hell oder sehr, sehr dunkel ist sehr schwer und das finde ich ein bisschen schade, weil die meisten Menschen können sich eher Drogerie leisten, anstatt High-End und Bro, wenn man soll sparen können, wo man kann, weißt du, wie ich meine? Deswegen würde ich schön finden, wenn es einfach mehr Farbauswahl gäbe. Genauso wie Concealer, auch bei Concealern für richtig, richtig helle Hauttöne gibt es meiner Meinung nach nicht richtige Concealer und auch im dunkleren Bereich. Manchmal hast du so Shades, das finde ich ganz gut, in Richtung Rosé oder gelbstichig, was zu sehr vielen passt. Aber so, weiß ich nicht, Bro, nimmt mal irgendwas weg, was nicht so relevant ist und erweitert ein bisschen euer Farbspektrum, würde ich auf jeden Fall cool finden. Dann natürlich Pinsel. Im Drogeriebereich gibt es so einen kleinen Bereich zum Thema Pinsel. Vor vielen Jahren habe ich bei Evelyn einige Make-up-Pinsel gekauft. Die gingen klar im Preis-Leistungs-Verhältnis, war okay. Einige, die ich hier habe, sind auch noch Drogerie. Aber jetzt, die letzten 2 Jahre oder so, wenn ich Pinsel in der Drogerie gekauft habe, außer vielleicht von BH Cosmetics oder so, das war nicht so heftig, muss ich sagen. Also ich finde, die Pinselauswahl in der Drogerie ist sehr, sehr, sehr klein und das finde ich sehr schade. Und Pinsel sind halt das Werkzeug, was du für Make-up brauchst. Deswegen würde ich es so toll finden, wenn da einfach mehr reinkommen würde. Qualitativ gute Pinsel, und das kannst du so in dem Preissegment bei der Massenproduktion schon ein bisschen machen, aber auch die Form und die Auswahl der Pinsel und so. Falls ihr das Geschnarche hier im Hintergrund hört, wundert euch nicht. Das ist Rudi, unser kleiner Babypopo, unser Hund. Schreibt mir mal, ob euch das stört oder ob ihr das eher ruhig und beruhigend empfindet, weil er schläft gerne in meinem Arbeitszimmer, während ich arbeite. Aber manchmal schnarcht er so laut, Digga, so. Manchmal, ich bin im Business-Meeting am PC, er hängt da und ich sag so, Bro, er und ich versuche professionell zu bleiben. Ich so, sorry,
my dog is sleeping. Und er schnarcht sich einen ab, wobei meistens ist es süß. Aber mir ist die Qualität sehr wichtig beim Ton, deswegen schreibt mir, stört euch das? Hört ihr es überhaupt? Juckt euch das? Würde mich interessieren. Dann, ich liebe ja Hautpflege. Bro, es ist ja nicht nur so ein Make-up-Ding hier, sondern auch Hautpflege. Es gibt in der Drogerie so wenig Enzyme, Peelings und so chemische Peelings, also so physikalische mit Körnern, sag ich mal, gibt es ganz viele und alles cool, schon eine große Auswahl. Aber wirklich chemische oder Enzympeelings, so diese ganze Richtung, gibt es sehr, sehr wenig. Das finde ich auch sehr schade, weil natürlich muss man einen guten und passenden Umgang mit so einem Peeling finden, aber du kannst damit viel besser und punktueller arbeiten, als jetzt wirklich mit einem körnigen Peeling. Und da würde ich mir das auch wünschen, weil ich kenne das in der Drogerie. Ich teste ja so viel wie möglich aus verschiedensten Spektren und da merke ich immer wieder, dass diese Art von chemischen Peelings wirklich kaum gegeben sind. Jetzt zeige ich euch kurz eine Sache. Hört mir zu Ende zu, wenn ihr Parfums liebt. Bro, das wird euer Leben verändern. Eine Firma hat mir geschrieben und gefragt, ob ich mit denen arbeiten möchte. Viva wie Parfums. Und ich so, ja, ich liebe Parfums, schickt mir mal Proben. Ohne Scheiß, ich habe dem Chef, ich zeige euch das, nachdem ich die Parfums bekommen habe und getestet habe, eine 4-minütige Voice geschickt, weil ich so begeistert war von diesem Konzept. Ey, Preis-Leistung heftig. Hört jetzt unbedingt zu, die Gieß. Das fehlt meiner Meinung nach in der Drogerie und überall. Und ich bin, Bro, ich habe eine Voice geschickt, ich so, heftiges Konzept. Wie macht ihr diese Qualität? Kann ich einsteigen? So wirklich, weil ich so begeistert war. Und zwar weiß ich nicht, ob ihr Viva Vie Parfums kennt. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Hier seht ihr das mal. Das sind so kleine Mini-Parfums mit 5 Milliliter. Alle Parfums sind Eau de Parfum, nicht Eau de Toilette. Und ich habe mir das gesamte Sortiment geholt. Alle Parfumsorten, die sie für Frauen haben und für Männer, um das für euch zu testen. Und jetzt wackelt ihr mit den Ohren. Warte ab. Das Ding ist, ich liebe Parfums und gut riechen und so. Das kennt ihr vielleicht von meinen anderen Videos. Und mit Viva Vie kannst du dir so eine eigene Parfümerie zu Hause einrichten. Bro, wirklich, ich habe alle Sorten probiert, die es für Männer und Frauen gab. Du hast halt immer so kleine Mini-Parfums mit verschiedenen Sorten und so von denen. Ich habe das hier extra stehen, damit ich euch das erzählen kann. Die haben das so nach 6 Duftrichtungen geordnet. Frische Düfte, aquatische, fruchtige, blumige, würzige, holzige Düfte. Und ich dachte mir, okay, das will ich checken. Und ich habe extra alle durchgetestet, um zu gucken, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, was geht. Weil deren Konzept ist so, guck mal, du kaufst zum Beispiel 10 Parfums für 24,90 €. Safe gefallen dir mehr, als du doof findest. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist halt heftig. Für Leute, die Düfte lieben und so, ist das sehr, sehr gut. Und ich wollte halt, bevor ich euch davon erzähle, gucken, ob die Parfums billig riechen, wie die Verpackung ist und sowas. Aber es ist so hochwertig. Ich habe extra sortiert. Bei den Frauenparfums sind es 42 Stück insgesamt. Hier seht ihr einmal alle Parfums, wo ich gesagt habe, die gefallen mir gut. Die würde ich alle so tragen. Die gehen alle klar. Die finde ich alle nice. Dann habe ich hier 7 Düfte, wo ich gesagt habe, die sind heftig. Die will ich auf jeden Fall mir in groß holen, weil die sind einfach richtig, richtig gut, weil ich habe schon 30 Parfums oder so. Und immer so teure. Ich bin ja immer so ein teurer Parfum-Typ, weil ich mag es nicht, wenn Düfte billig riechen. Der kann 10 Cent kosten, der Duft. Das ist mir egal. Er soll nur nicht billig riechen. Und bei Viva Vie hat mich überzeugt, dass die Parfums wirklich hochwertig riechen. Dass die ganze Aufmachung, die Gieß, hammer hochwertig ist. Die Verpackung von den Parfums, die Aufsteller, die Düfte. Und von 42 Stück, die ich probiert habe, haben mir 6 nicht gefallen. Wo ich sage, das ist nicht meins. Und alle so im Bereich Gelb und Grün, die 5 und noch 1. Ich würde das Geschäft sofort machen, sag ich euch ganz ehrlich, weil ich finde, das ist sowas Gutes. Du kaufst 10 Parfums für 24,90 €. Das heißt, pro Parfum zahlst du 2,50 € für 5 Milliliter. Du merkst, oh, das gefällt dir gut, dann holst du dir eine große Packung. Du zahlst bei den großen Verpackungen für 50 Milliliter 24,90 €. So, es gibt auch Herrenparfums. Tschüss. Die habe ich mir auch alle geholt, weil ich wirklich das ganze Spektrum durchtesten wollte und auch die Herrenparfums. Wow. Ey, wie oft bin ich in der Drogerie und rieche an Herrenparfums, weil ich Schatzi was mitnehmen möchte und feiere die nicht und so. Viva Vie hat so gute, also wirklich, es ist so ein heftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Entweder du kaufst, auch als Geschenk, ist es manchmal zum Beispiel bei mir schwer, mir was zu schenken. Und darüber hätte ich mich voll gefreut, weil es halt hochwertig ist. Entweder du verschenkst ein Parfum für 20, 30, 40 Euro oder du kaufst 10 und die Person sagt, oh, mir gefallen 6 oder 7 davon, hammer cool und will noch größere Größen. Weißt du, wie ich meine? Das ist eins der spannendsten Produkte und Sachen, die ich in den letzten 2, 3 Jahren getestet habe, weil einfach die Qualität, ich habe nichts zu bemängeln. Weder den Preis. Es ist kein Marketing so, oh, wir sagen, ein Parfum kostet 100 Euro, aber geben 80% Rabatt. Nein. Der Preis passt für mich, die Qualität passt für mich, die Wertigkeit passt für mich, die Auswahl passt für mich. Von allen
die ich getestet habe, fand ich die hier alle richtig, richtig gut. Überleg mal, Mann, duftmäßig, weißt du. Falls ihr Parfums liebt oder falls ihr keine Ahnung habt, was ihr verschenken sollt oder irgendwas, ist das das perfekte Konzept für euch. Probiert es aus, ihr werdet es nicht bereuen. Ey, ich ärgere mich, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Würde ich sofort machen. Also wow, einfach nur, ihr merkt so meine Begeisterung. Worauf ich hinaus wollte, sowas fehlt meiner Meinung nach auch in der Drogerie und ich wollte das gerne in diesem Video mit einbringen, weil ich das so passend fand. Probiert es einfach aus. Ihr habt nichts zu verlieren. Also, die werden safe Sachen gefallen. Probiert es auch. Mehr kann ich nicht sagen. Ihr merkt meine Begeisterung. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich habe auch keinen Rabattcode oder sowas für euch, weil, Bro, die Preise sind extrem günstig für so hochwertige Sachen. Sondern in der Infobox könnt ihr nochmal alles nachlesen. Falls ihr 5 Mini-Parfums holt, ihr könnt auch mehrere Sets holen, dies, das. Also auch die Riesensets kosten sehr wenig, so im Vergleich in Relation. Falls ihr 5 Mini-Parfums holt, bekommt ihr einen Ständer gratis dazu. Das finde ich sehr, sehr schön, weil das kannst du richtig schön überall liegen haben. Es sieht sehr hochwertig aus mit diesen Parfum-Aufstellern, mit dem Ganzen. Also ich lege euch das wirklich nahe. Das ist eins meiner heftigsten Favorite-Produkte 2021. Mega. Guckt nochmal alles in der Infobox. Jetzt geht's weiter mit, was in der Drogerie fehlt. Aber ich musste das hier, das musste ich mit euch teilen. Dann, was auf jeden Fall in der Drogerie fehlt, ist eine größere Auswahl an, ja, Tönen natürlich mal wieder. Aber in diesem Fall aschigen Konturiertönen. Also ich habe fast alles, was die Drogerie zu bieten hat im Bereich Contouring getestet und das meiste passt nicht, um natürliche, schöne Schatten zu zaubern. Das Beste für mich ist das hier von NYX 3 Steps to Sculpt. Das ist auch in der Farbe Fair, also eigentlich auch zu hell für mich, aber die Farbe Light zum Beispiel ist viel zu dunkel. Also das ist kein natürlicher Ton mehr, um aschig da irgendwie Schatten zu zaubern, sondern das ist für mich eine Art Bronze. Also da, was Konturieren angeht, ist da die Auswahl echt sehr, sehr schlecht. Teilweise hast du Konturierpuder mit Glitzer drinne. Bro, wie soll ich hier natürlich einen Wangenknochen hinzaubern, wenn er glitzert? Welcher Schatten glitzert? Was ist los? Genauso wie größere Auswahlen bei den Augenbrauenstiften. Also ich glaube von fast allen, also ich habe nicht, in diesem Fall habe ich nicht fast alle Augenbrauenstifte in der Drogerie getestet, aber von fast allen, die ich getestet habe, 80% hat nicht bei mir gepasst. Es war zu aschig oder es war zu schwarz oder es war zu braun, aber nicht so dieses Schwarzbraun, was ich habe. Also sehr, sehr schwierig. Da habe ich bisher 2 gefunden, unter anderem einen von Max Factor. Und die Drogerieauswahl, was Augenbrauenstifte angeht, ist auch richtig, richtig low. Auch da würde ich mir wünschen, dass sie auf jeden Fall besser wird. Bro, manche Firmen gucken meine Videos, deswegen schreibt euch den Input auf. Das ist nicht nur meine Meinung, das ist hier auch, ne, die Community, die dahinter steht. Dann, das schrieben mir eher Follower, da bin ich unentschlossen, was ich davon halten soll, fehlt in der Drogerie irgendwie Cream Produkte. Ich benutze Cream-Produkte erst seit kurzem so richtig und habe da auch Spaß dran. Ich weiß nicht, benutzt ihr eher Puderprodukte oder eher Creme-Produkte? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und da ist die Auswahl auch minimal. Also es gibt so ganz komische Sachen, die ich gar nicht feiere. So Konturstifte, die auf der einen Seite braun sind und auf der anderen hell. Okay, was geht hier ab? So, aber so in diese flüssige Richtung, Creme, Rouge, Highlighter und so, ist die Auswahl auch sehr, sehr gering. Und da haben auch einige Follower geschrieben, würden sie sich mehr Creme-Produkte wünschen? Schreibt mir mal gerne, was ihr da denkt, weil ich glaube, von meinem Empfinden her, benutzen die Leute immer noch mehr Puderprodukte. Aber das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die Auswahl, was Cremeprodukte angeht, ist in der Drogerie minimal. Dann Highlighter. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Highlighter in der Drogerie getestet. Gerade früher zu meiner heftigen Highlighter-Phase. Und ich fand fast alles schlecht. Es gab von Essence und Catrice welche, die ich ein bisschen gut fand. Maybelline glaube ich auch. Bro, ich glaube, das war's. Also die meisten Highlighter, die ich in der Drogerie getestet habe, waren extrem grobkörnig, also jetzt von der Formulierung her. Viel zu glitzerig, viel zu komisch, also nicht, also wirklich nicht, wo ich sage, wow, der ist super toll oder der ist super heftig, sondern oft hat mich die Formulierung einfach gestört. Und da ein größeres Spektrum oder eine bisschen bessere Qualität, also ich sehe schon einen Unterschied zwischen einem Highlighter in der Art der Benutzung und zwischen einem Eyeshadow, weißt du, wie ich meine? Und da habe ich gemerkt, so, also es gibt ganz wenig Highlighter, die ich in der Drogerie feiere und meistens ist die Formulierung einfach echt low. Und dann, weil ich das ja richtig liebe, ist mir als letztes aufgefallen, dass es in der Drogerie sehr, sehr wenig Körperpeelings gibt. Also ich war letztens bei meinem letzten DM-Haul oder bei meinem vorletzten, ich weiß es gerade nicht, habe ich keine neuen mehr gefunden, um sie zu testen, weil ich alle durch hatte. So, es gibt ein paar Marken, die mehrere rausgebracht haben, so wie Tracalmoon und dies und das, okay. Aber die Auswahl an Körperpeelings allgemein in der Drogerie finde ich in Relation zu manchen anderen
anderen Produkten sehr, sehr klein. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ein Körperpeeling ist etwas sehr, sehr Schönes und Gutes und ich liebe das zum Beispiel. Und da ist die Auswahl einfach sehr klein und das ist mir aufgefallen, das wollte ich euch sagen. Ja. Und was ich richtig passend finden würde für die Drogerie, das hat mir auch eine Followerin geschrieben, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Kleine Mülltonnen. Bro, jeder geht zu der Drogerie und kauft sich Sachen, die er nicht braucht teilweise oder kauft mehr als geplant. Stellt doch kleine Mülltonnen hin. Vertraut eurem Drogerie-Homie. Wenn ich in eine Drogerie hätte, nachdem sie es gesagt hat, dann denke ich, klar. Und die Frau geht so rum, oh, ich brauche Q-Tips, oh, ich brauche Klopapier, oh, hübscher Mülleimer, oh, denn mein Bart ist eh doof oder zu klein oder zu groß oder ich habe keinen, nehme ich mit. Bam. Das ist das, was mir jetzt so aufgefallen ist und meinen Followern. Und ich dachte, ich erzähle euch das mal, weil, ja, weil ich halt auch weiß, dass Firmen meine Videos gucken und weil ich dachte so, check das hier mal ab, vielleicht habt ihr Bock oder merkt, okay, sie hat recht oder seid schon an manchen Problemen dran. Manches hat sich ja auch schon ein bisschen verbessert, so wie zum Beispiel die Foundation-Auswahl oder die Concealer-Auswahl. Gerade im letzten Jahr finde ich sehr, sehr gut. Und ich stecke da ja auch nicht drin, wer weiß, was hinter den Kulissen abgeht, aber das hier wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Und ja, schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was eurer Meinung nach auch safe in der Drogerie fehlt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Sachen denkt, die ich euch genannt habe. Schreibt mir unbedingt, wenn ihr Viva Vie getestet habt, wie ihr es fandet. Bro, vertraut mir. Probiert's aus. Außer ihr benutzt kein Parfum, ne? Dann wär's dumm. Also dann müsst ihr es nicht probieren. Aber wenn ihr Parfum benutzt, probiert's aus. Es steht alles in der Infobox dazu. Vertraut mir, checkt es ab. Und ja, das war's eigentlich. Mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wer weiß, ob ich da in der Drogerie einkaufe oder von Produkten aus der Drogerie berichte oder was völlig anderes mache. Man weiß es nicht. Mein Kanal hat viele verschiedene Themen. Folgt mir gerne auf korrekt, dann verpasst ihr keins der Videos. Manchmal sind sie ganz cool und zweimal die Woche kommen aktuell welche. Und ja, so viel dazu. In diesem Sinne, Digis, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.